Ich begrüße euch zu einem neuen Talk, einem neuen Gespräch von Bettina Geithner. Ihr wisst ja, ich mache immer ganz, ganz besondere Interviews und Informationen zu meiner Talkarbeit, zu meiner Berufung, findet ihr auf meiner Webseite www.bettinageithner.de. Da findet ihr alle Informationen, wenn ihr auch ein Interview machen möchtet. Heute stelle ich euch ja wieder ein Interview, ein Thema mit Kurt Tepperwein vor. Kurt Tepperwein, einer der größten Bewusstseinslehrer, die wir haben in unserer Zeit. Und heute sprechen wir über das Thema, wie du eine Niederlage in einen Gewinn und in einen Erfolg verwandelst. Herr Tepperwein, das ist doch ein schönes Thema. Die erste Frage, die ich jetzt gleich mal habe, ist: Eine Niederlage, egal jetzt in welchem Bereich, ist es nicht auch eine Bewertung im Geist? Natürlich, alles ist eine Bewertung. In Wirklichkeit sind die Dinge völlig neutral, die geschehen. Aber die Menschen lassen sich von ihrem eigenen Urteil eben beeindrucken. Wenn etwas nicht das Ergebnis bringt, was sie erwartet haben, dann nennen sie das ein Misserfolg, eine Niederlage. Aber das Leben kennt keinen Misserfolg. Das Leben kennt nur Ursache und Wirkung. Und wenn da etwas geschieht, was in ihren Augen ein Misserfolg ist, dann hat das Leben keinen Fehler gemacht, dann haben sie das Falsche verursacht. Das heißt, das kann man korrigieren. Aber der Verstand sagt dann, ja Moment, wenn es bereits passiert ist, kann ich das ja nicht mehr rückgängig machen. Brauche ich auch gar nicht. Ich verursache einfach was Besseres. Ja, ich nehme das einfach zum Anlass und sage, nein, so nicht, das gehört nicht in mein Leben. Wie wäre es denn ideal? Und dann verursache ich das Bestmögliche. Da verstehe ich das dann richtig. Das bedeutet, wenn ich etwas nicht so ist, wie es ideal wäre, dann ist nicht der Fehler irgendwie die äußeren Umstände, sondern der Fehler ist, dass ich die falschen Ursachen gesetzt habe. Stimmt es? Das Leben kennt nur Ursache und Wirkung. Und das Leben macht keine Fehler. Nie. Das heißt also, die Wirkung entspricht immer der Ursache. Ohne Ursache kann keine Wirkung geschehen. Das heißt also, wenn die Wirkung mir nicht gefällt, für mich nicht stimmt, dann habe ich bewusst oder unbewusst eine falsche Ursache gesetzt. Es gibt weder Zufall, noch Glück, noch Pech. Es gibt nur Ursache und Wirkung. Und das Leben bringt das hervor, was verursacht wurde. Aber ist ja nicht schlimm. Lassen Sie sich also nie mehr von Tatsachen beeindrucken, sondern sagen Sie, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Tatsache, die stimmt, gehört in Ihr Leben, dann lehnen Sie sich zurück und genießen es. Oder sie stimmt nicht. Dann sagen Sie, danke Leben, dass du mich aufmerksam machst. Dann ist das eine Chance zum Besseren. Und dann gibt es keine Misserfolge mehr, sondern dann nehme ich das, was nicht stimmt, und mache daraus das größtmögliche Ideal. Aber Herr Tepperwein, wieso ist es dann bei vielen Menschen so, dass die ja eine Niederlage haben? Das heißt jetzt, die bekommen nicht den Partner, den sie wollen, oder haben eine Geschäftsidee und haben dann einen Verlust und dann kommen sie nicht mehr hoch. Aber dann, an was liegt es dann, dass die dann nicht mehr positiv sind, an diesen ständig wiederholenden Gedanken, du Versager, das schaffst du nicht, an der Identifikation mit dem negativen Denken, oder aber an was liegt es? Wir sind ein Energiefeld in Wirklichkeit. Jedes Energiefeld hat eine einmalige individuelle Schwingung, weil niemand hat ihren Lebenslauf, ihre Prägung, ihre Ereignisse, ihre Überzeugung. Jeder ist einmalig und wir senden ständig diese einmalige Schwingung aus und verursachen beim Leben entsprechende Ereignisse. Das heißt also, unsere erlebte Realität ist ein genaues Spiegelbild unseres So-Seins. Ja. Ja, das heißt also, ein Spiegelbild kann keine Fehler machen. Der spiegelt einfach nur, was da ist, aus. Der beurteilt auch nicht, bewertet nicht, der spiegelt nur.
Wenn Sie also morgens ins Bad kommen und Ihr Bild, was Sie im Spiegel sehen, gefällt Ihnen nicht, dann können Sie dem Spiegel keine Vorwürfe machen, sondern dann sollten Sie mal duschen, sich frisieren, sich zurechtmachen und dann schauen Sie wieder rein und siehe da, der Spiegel hat das sofort realisiert und spiegelt das, was da ist. Das heißt also, wir machen uns bewusst, unsere erlebte Realität ist nur ein Spiegelbild unseres So-Seins. Wenn mir die Realität nicht gefällt, kann ich nichts am Spiegel, sprich an der Realität ändern, sondern ich muss die Ursache verändern, mein So-Sein. Niemand kann eine Ursache in ihr Leben hineinsetzen, nur sie verursachen das, was sie erleben. Mhm. Das kann ich gut verstehen. Ich muss mal erzählen, was gestern passiert ist. Es ist eine interessante Geschichte. Also ich merke jetzt überhaupt die letzten Wochen, dass ich alles, was Sie mir gesagt haben, gut anwenden kann und sehr viele Erfolge habe. Merke ich einfach, wie leicht das geht. Einfach die Absicht ist klar, die Absicht setzen, in die Erfüllung gehen, mich hineinversetzen. Ich muss es gar nicht mehr, ich denke nicht mehr dran und zack, ist es da. Es ist wie Magie. Aber gestern, da hatte ich einen Auftrag, den ich eigentlich gar nicht machen wollte. Und ich war dann sehr unter Stress. Der Job war schon sehr, sehr stressig für mich. Dann gehe ich in der Mittagspause raus und ich war wirklich, ich habe nur gezittert, weil es so viel Stress war irgendwie. Und sitze im Auto, telefoniere kurz. Dann steige ich aus dem Auto aus, mache die Autotür auf. Ich hatte eine Jacke an. In München war es gestern kühl. Und will den Autoschlüssel in die Jackentasche stecken und er rutscht mir aus der Hand und er fällt in den Gulli. Er fällt in den Gulli, das war, da ist ich habe nur einen Autoschlüssel und einen Wohnungsschlüssel und ungefähr noch 20 andere Schlüssel von Bank, Schließfächern, was weiß ich. Also ganz viele Schlüssel, fällt in den Gulli. Und ich war so schockiert. Zuerst im ersten Moment dachte ich, Hilfe, was machst du jetzt? Und dann habe ich so ein kleines rotes Feuerwehrauto gesehen. Dann bin ich dahin, dann habe ich gesagt, sind Sie von der Feuerwehr? Und der Mann sagte, nee, das Auto habe ich, das ist ein altes Auto von der Feuerwehr, das habe ich abgekauft. Und es war irgendwie so, er sah aus wie ein Obdachloser. Also er war ganz dreckige Hände und verwahrlost. Aber er hatte so ein Regenbogenbändchen um. Und er meint, er hilft mir. Und dann kam er mit so einem Draht, mit einem langen Draht. Und wir sind dann zum Gulli und er wollte das dann rausfischen. Aber es war wirklich tief, ich schätze mal 3 Meter tief. Also man hat ihn auch gar nicht mehr gesehen. Da war nur Flüssigkeit und es war irgendwie in der Flüssigkeit unten der Schlüssel. Dann dachte ich, dann muss die Feuerwehr rufen. Dann habe ich die Feuerwehr gerufen. Ja, wir kommen, das dauert, das wird teuer. Und dann plötzlich habe ich mich erinnert, da vorne wohnt ja ein Hausmeister. Dann bin ich dahin und habe gesagt, können Sie mir helfen? Ja, das ist schwierig und so. Na jedenfalls, dann war ich so verzweifelt. Dann bin ich wieder rein, habe nochmal bei der Feuerwehr angerufen. Ja, kommen Sie jetzt, das muss ich jetzt bezahlen. Und plötzlich komme ich zurück und ich wusste, es war irgendwie von der Energie her. Ich habe mich verbunden und ich habe einfach die Absicht gesetzt, das löst sich jetzt, ich bekomme den Schlüssel wieder. Das ist ganz einfach. Ich habe nur die Absicht gesetzt, innerlich im Geist mit der Energie und gewartet. Und dann wusste ich, okay, jetzt kommt die Feuerwehr und dann gehe ich nochmal raus auf die Straße. Und dann hat der Hausmeister mit der Brechstange den Gulli hochgehoben und mit so einem langen Greifarm, 3 Meter oder 4 Meter tief, den Schlüssel rausgeholt. Dann konnte ich die Feuerwehr wieder abbestellen. Ja. Das war für mich so ein Beweis. Für Ursache und Wirkung. Ja, eher so sein. Erst Panik, normale menschliche Reaktion, weil das Ich ist nicht vollkommen. Der Verstand hat die Situation noch nicht erlebt und weiß jetzt nicht, was er machen kann. Ich brauche jetzt Hilfe. Und dann haben sie sich an sich erinnert, waren auf einmal bei sich selbst und wussten, okay, das kommt jetzt in Ordnung. Und damit, mit dieser Energie, haben Sie das in Besitz genommen, dass es in Ordnung kommt. Sie brauchten gar nicht wissen, wie das in Ordnung kommt, sondern das kommt in Ordnung. Und diese Gewissheit verursacht genau das, weil das ändert Ihr Energiefeld, Ihre Schwingung. Und damit haben Sie verursacht, dass irgendwer das irgendwie macht und dann ist es auch geschehen. Mhm. Ja, genau. So, das war für mich ein ganz starker Beweis, dass ich noch mehr vertraue.
Und das andere war dann, dass ich auch merke, es ist wichtig, diese Gewissheit, die Sie gerade gesagt haben, die ist ganz, das ist das Entscheidende. Weil wenn ich jetzt zu viel drüber nachdenke, dann bestelle ich wieder ab. Dann kann ich die Niederlage nicht verwandeln oder die negative Wirkung. Wenn ich aber einfach ganz klar bin und das ist jetzt die Absicht, ich setze die Energie, die Gewissheit, dann denke ich nicht mehr dran. Dann ist es so und dann kommt es auch so. Die Gewissheit ist wichtig. Aber in manchen Themen, da habe ich noch nicht die Gewissheit. Wie kann man Gewissheit bekommen oder verstärken? Indem sie sich bewusst machen, wer sie sind. Ja, bin ich in der Illusion, der Mensch zu sein, dann habe ich nur einen begrenzten Verstand zur Verfügung, der hat nur eine begrenzte Lebenserfahrung, der weiß, dass er nicht alles weiß, dass er nicht alles kann. Und dann bin ich innerhalb einer eingebildeten Begrenzung. Mhm. Aber das ist ja nur Illusion, das sind Sie ja nicht. Das ist ja nur Ihr Erfahrungsinstrument. Sie sind vollkommenes, ewiges Sein. Sie können alles verursachen und dann gehen Sie ganz bewusst aus dieser Gewissheit, wer Sie wirklich sind. Das ist ja Ihre Wirklichkeit, da können Sie ja nicht austreten. Ja? Sie machen sich also diese Wirklichkeit bewusst, das löst die Illusion auf und dann schaffen Sie die Gewissheit, das löst sich, wie auch immer, brauchen Sie nicht wissen, will nur der Verstand wissen. Und damit verursachen Sie energetisch in Ihrem Energiefeld, dass es sich löst, verändert und dann geschieht es. Sie haben es verursacht. Das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Sie haben Ihre energetische Ursache verändert. Und damit haben Sie eine veränderte Wirkung geschaffen und die geschieht dann natürlich auch. Ich verstehe. Ich bringe immer auch Beispiele von mir selber, was vielleicht auch Zuschauer gut verstehen können. Früher wollte ich ja immer einen Millionär heiraten und nie wieder arbeiten müssen. Also ich wollte eine reiche Ehefrau sein. Ja? Das war der Traum. Und ich kann mich erinnern, ich war dann bei einem sehr bekannten, berühmten Astrologen, Klaus Riemann, der Vater von diesem Ehepaar Riemann. Die haben sehr viele Bücher geschrieben, also Psychologiebücher. Und der sagte, alles, was du ewig sehnst und nicht hattest, nicht bekommst, das willst du nicht wirklich. Und im Nachhinein sage ich, das wollte ich gar nie. Aber vor 5 Jahren... da hätte ich gesagt, ich will aber jetzt einen Millionär heiraten. Und ich habe auch Millionäre kennengelernt, aber irgendwie habe ich mich nicht verliebt. Also die Frage ist jetzt, wenn man also praktisch was Negatives in was Positives verwandeln möchte, eine Niederlage in Erfolg, also ich zum Beispiel Niederlage, ich habe keinen Millionär geheiratet. Das ist keine Niederlage, sondern das ist nur eine Niederlage für die Vorstellung des Egos. Genau, so ja, ist es. Sondern für Sie selbst ist das ein Erfolg. Das gehört nicht zu mir. Genau. Ich brauche keine Hilfe. Ich muss nicht mich in eine Abhängigkeit begeben, sondern ich bin vollkommenes, ewiges Sein. Das gehört überhaupt nicht zu mir. Und das dann ist es auch nicht geschehen. Und das ist ein Erfolg. Genau. Und das habe ich aber vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren noch nicht verstanden. Gut, aber jetzt mal ein anderes Beispiel. Also jetzt jemand hat für Zuschauer, die sich vielleicht noch nicht so viel mit ihrer Lehre beschäftigt haben, also wenn jemand jetzt mit seiner Firma pleite gegangen ist und viele Schulden hat, wie kann er anfangen, wie kann er diese Niederlage in einen Erfolg verwandeln? Also der erste Schritt sollte immer sein, mir bewusst zu machen, wenn das geschehen ist, und das ist ja geschehen, dann habe ich das verursacht. Niemand wird absichtlich das verursachen und sagen, oh ja, ich war schon so lange erfolgreich, ich sollte mal pleite gehen, sondern jeder will Erfolg haben. Und wenn, egal was wir unternehmen, wir erwarten, dass es funktioniert. Das heißt also, er muss sich erstmal bewusst machen, womit habe ich das denn verursacht? Immer mit meinem So-Sein. Ja, also muss ich mein So-Sein ändern
und muss jetzt den erwünschten Erfolg in Besitz nehmen. Dazu muss ich erst einmal Zielklarheit schaffen. Also was genau will ich eigentlich? Da scheitern schon die meisten dran. Die wissen nämlich nur, was sie nicht wollen, aber sie wissen nicht, was sie wollen. Also ich kann nicht bestellen beim Leben, was ich nicht will, sondern ich muss sagen, was sein soll. Also Zielklarheit schaffen, eine klare Vorstellung, die bewirkt noch gar nichts, aber sie sagt dem Leben, so hätte ich es gerne. Und jetzt nehme ich meine Vorstellung geistig in Besitz, indem ich hineingehe in die Vorstellung und mich in der Erfüllung erlebe. Ich erlebe also den erwünschten Zustand als verwirklicht. Damit wird der Teil meines So-Seins. Ich mache also aus einer Möglichkeit der Zukunft erlebte Realität der Gegenwart. Und da es Teil meines So-Seins ist, muss es auf der Leinwand Realität erscheinen. Das heißt, mein So-Sein ist gewissermaßen mein Lebensfilm im Projektor. Und das, was auf der Leinwand Realität als Wirkung erscheint, das ist das, was als Film im Projektor ist. Also halten wir fest, alles, was nicht in meinem So-Sein enthalten ist, kann gar nicht Realität werden. Aber alles, was in meinem So-Sein enthalten ist, muss Realität werden, weil das Leben keine Fehler macht. So, das heißt also, wenn ich etwas geistig in Besitz genommen habe, das heißt, zum Teil meines So-Seins gemacht habe, indem ich mich in der Erfüllung erlebe, im erfolgten Erfolg, dann ist es Teil meines So-Seins und muss zu meiner erlebten Realität werden. Das ist das ganze Geheimnis. Was ich halt früher falsch gemacht habe bei dem ist, ich habe das irgendwie mental gemacht. Ich habe es irgendwie mental gemacht und nicht von der Energie her. Ja, den Fehler machen fast alle. Das heißt, sie machen es soweit richtig, sie schaffen Zielklarheit, sie stellen sich vor, was sie gerne hätten und stellen sich vor, dass sie es haben. Das ist immer noch eine Vorstellung, die bewirkt gar nichts. Dann steht da vorne, ich habe das. Aber ich habe das ja nicht. Das ist so, wie wenn Sie ein neues Kleid haben wollen und Sie stellen sich vor, Sie haben es. Ja, dann haben Sie es ja noch nicht. Sie müssen in die Boutique gehen, das kaufen und bezahlen. Ja. Also die Vorstellung bewirkt gar nichts. Und die meinen aber, wenn ich mir den Erfolg vorstelle, dann habe ich ihn verwirklicht. Damit ist er aber nicht Teil meines So-Seins. Ja. Also jetzt wissen wir, dass wir jede Niederlage, jeden Misserfolg in einen Erfolg und Gewinn verwandeln können, einfach indem wir eine neue Ursache setzen. Das heißt also, wenn etwas, ein Misserfolg passiert ist, dann habe ich ihn unbewusst verursacht, indem ich den Glaubenssatz habe, zum Beispiel, es kommt nicht immer so, wie man das gerne hätte, oder man kann nun mal nicht alles im Leben haben. Und diese unbewussten Glaubenssätze, die uns wirklich nicht mehr bewusst sind, die verursachen eben, die sind ja Energie, die verursachen, dass es nicht klappt. Und indem ich das ändere, und ändern heißt geistig in Besitz nehme, damit mache ich es zum Teil meines So-Seins und damit muss es Realität werden, weil noch einmal meine erlebte Realität nur ein Spiegelbild meines So-Seins ist. Aber noch mal ganz kurz wichtig, die Rückfrage. Beschreiben Sie mal, was meinen Sie mit so sein? Ja, das wundert mich immer wieder, dass diese Frage, die taucht tatsächlich auf. Ja, so, das ist doch selbsterklärend. So sein heißt, so wie ich bin. Das heißt, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Überzeugungen, meine Laune, meine Stimmung, meine Energie, das alles macht mein einmaliges So-Sein aus. Mein Energiefeld, meine energetische Signatur. Und die sende ich aus und bestelle damit beim Leben
sprechende Ereignisse. Und wann immer ich etwas ändern will, kann ich nicht die Realität ändern, sondern ich muss meinen Lebensfilm, mein So-Sein ändern. Mache ich das im Moment so richtig? Weil ich habe im Moment jetzt eine richtig gute Phase, muss ich echt sagen. Ich bin ganz glücklich. Mache ich das dann richtig? Weil ich bin natürlich, habe meine Wünsche und Ziele. Und wenn, dann lebe ich mein Leben und wenn ich merke, ah, das funktioniert jetzt gerade nicht, ich vergesse es einfach. Ich kümmere mich nicht so viel darum, wenn es jetzt, also mein Fokus ist nicht auf so sehr auf die Sachen, die jetzt nicht klappen, funktioniert, also so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass jetzt diese Kamera gerade ausgegangen ist. Ich kümmere mich nicht darum, ich mache sie einfach wieder an. Zack, vorbei, habe ich vergessen und weiter geht's. Also wichtig ist doch, dass man einfach sofort vom Mangel weggeht und gleich wieder dahin, wo man hin will. Also den Fokus darauf hält, was man will. Von der Energie her meine ich. Besser ist, zu erkennen, da ist kein Mangel, sondern es ist ein ganz neutrales Geschehen. Die Speicherkarte war voll, ja, das war nicht bewusst und deswegen, die Kamera kann ja nichts dafür, wenn die voll ist, ist sie voll, dann geht die eben aus. Das heißt, es ist ein ganz neutrales Ereignis. Das ist kein Misserfolg, das ist keine Niederlage, gar nichts. Ja. Da ist nur die Kamera ausgegangen. Und dann machen Sie sie wieder an. Das heißt, Sie sind einfach in der Wahrnehmung, welche Aufgabe das Leben gerade stellt und tun das, was zu tun ist. Und dann führt das automatisch zum Erfolg. Denn wenn Sie die richtige Ursache setzen, dann muss der Erfolg erfolgen. Deswegen heißt er ja Erfolg, weil er erfolgt. Aber er kann nur erfolgen, wenn das Richtige vorausgeht. Was sind denn die Gründe, wenn aber etwas dann nicht erfolgt, obwohl ich glaube, ich habe es doch verursacht. Ich habe es doch verursacht, aber es funktioniert nicht. Dann habe ich die geistigen Gesetze falsch angewendet einfach. An dem muss es liegen, nicht am Leben, oder? Was Sie glauben, verursacht nicht das, was Sie haben wollen, sondern Ihr So-Sein. Wenn also der Erfolg, den Sie sich wünschen, nicht in Ihrem So-Sein enthalten ist, sprich, Sie haben ihn nicht geistig in Besitz genommen. Er ist nicht Teil Ihres So-Seins. Sagt das Leben, ich kann das nicht spiegeln. Ich kann nur das spiegeln, was da ist. Ja, also, wenn ich im Spiegel meiner Lebensumstände sehe, ich habe etwas erwartet, aber es geschieht nicht. Genau. Ist ja kein Fehler, ist kein Misserfolg, sondern das Leben macht mich nur aufmerksam. Du hast das Gewünschte noch nicht verursacht. Ich warte noch auf deine Anweisung. Dann sage ich, danke Leben, dass das nicht geschehen ist. Jetzt machst du mich aufmerksam. Also nehme ich das geistig in Besitz, mache es zum Teil meines So-Seins und dann muss es der Spiegel Realität widerspiegeln. Und das macht er auch. Immer in jedem einzelnen Fall und bei jedem. Genau, ich kann das gut, ich gehe immer so mit, geistig, ja genau, natürlich, genau so ist es. Wenn etwas nicht geschieht, dann ist es, oder anders, ich würde anders sagen, eigentlich ist das Leben ist immer richtig. Das Leben ist, es stimmt immer, das Leben. Das macht keine Das Fehler. Leben ist auch nicht schwierig oder hart, nee, es sagt nur, was ich gerade im Hirn habe, sozusagen, was gerade in meinem Bewusstsein ist. Das sagt es halt, wie ein Foto. Leben ist ein Foto. Oder ein Film, der gerade läuft. Also ist es nicht schwierig oder unmöglich. Aber nehmen Sie nicht das Gehirn so wichtig. Das ist nur der Verstand. Sondern Ihr So-Sein. Das heißt also, während Sie so dekorativ vor mir rumsitzen, verursachen Sie Zukunft. Ja? Sie strahlen Ihr So-Sein aus und verursachen damit eine entsprechende Zukunft. Und wenn Sie in Ordnung sind, wenn Sie stimmen, dann stimmt auch Ihre Zukunft, weil das Leben keine Fehler macht. Und das ist das ganze Geheimnis. Deswegen sollten wir uns nicht mehr beeindrucken lassen, wenn mal ein Misserfolg passiert, was ja nur ein Urteil ist. Das Leben kennt ja keinen Misserfolg. Das sagt nur, ich spiegle das wieder, was du verursacht hast. Wenn du das nicht haben willst, bitte ändern, dann kann ich was anderes spiegeln. Ja, das heißt also, ab da gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder das stimmt, was geschieht, dann lehnen Sie sich zurück und genießen es, oder es stimmt nicht,
dann sagen sie Danke, Leben. Für den Verstand ist das jetzt ein Misserfolg, eine Schwierigkeit oder ein Problem, eine Katastrophe, eine unlösbare Situation. Für das Leben ist das nur, ich warte auf deine Anweisung, so geht es nicht, also bitte in deinem So-Sein ändern. Und noch einmal, weil viele sich da schwer tun, mein So-Sein ändern, wie macht man das? Einfach, indem ich Zielklarheit schaffe, in meine Vorstellung hineingehe und mich in der Erfüllung erlebe. Damit ist es Teil meines So-Seins und dann kann ich loslassen. Damit muss das Leben das widerspiegeln als meine erlebte Realität. Und wie gesagt, ein Spiegel kann keine Fehler machen. Der spiegelt nur das, was da ist. Und wenn ich im Spiegel meiner Lebensumstände sehe, das ist nicht da, ich will es aber haben, dann fehlt es in meinem So-Sein, dann muss ich es in Besitz nehmen und dann kriege ich es auch. Ich finde, es ist einfacher bei Sachen, die materiell sind. Wenn man sich jetzt Sachen wünscht, nicht wünscht, oder sagen wir mal, aber das ist auch eine Interpretation. Angenommen, man hat eine Krankheit bekommen und will die jetzt, also nicht in einen Erfolg, aber in Heilung verwandeln, da ist es schwieriger, weil es halt nicht greifbar ist. Ne? Bewertung. Schwierig ist schon wieder das Urteil. Ja. Es gibt, das Leben kennt keine Schwierigkeit. Mhm. Nichts ist schwierig, ja. Nichts ist leicht, alles ist so, wie es ist. Mhm. Also, wenn ich eine Krankheit bekomme, dann mache ich mir erst einmal bewusst, was jetzt geschehen ist. Mhm. Ich habe eine Botschaft bekommen. Jede Krankheit ist eine Botschaft über eine ungelöste Aufgabe. So. Das heißt also, ich sollte nicht versuchen, die Krankheit wegzukriegen. Das ist so klug, wie wenn ich eine Schuld nicht bezahlt habe und kriege eine Mahnung und verbrenne die Mahnung. Ja, dann ist die Mahnung zwar weg, aber ich kriege eine neue, weil es hat sich ja nichts geändert. Das heißt also, wenn ich nur eine Schmerztablette nehme, zum Beispiel, oder das Symptom beseitige, wie auch immer, durch Operation oder, ja, sagt das Leben, ja, was soll das denn jetzt? Das Problem besteht ja noch immer. Ja. Also ich muss das jetzt, die Botschaft, in verstärkter Form schicken. Das heißt, verbunden mit einem Schmerz. Das wäre die zweite Mahnung. Und wenn ich wieder nicht vernünftig reagiere und versuche, nur den Schmerz wegzukriegen, dann wird die Krankheit chronisch. Das heißt, das Leben sagt, nein, das Problem ist dauernd da. Ja. Du musst diese Aufgabe jetzt lösen. Und wenn ich immer noch nicht das Richtige tue, dann wird daraus vielleicht Krebs und ich sterbe. Ja, weil ich meine Hausaufgaben nicht mache. Das Leben sagt, wenn du hier nicht mehr richtig reagierst, dann brauchst du nicht hier sein, dann kannst du nach Hause gehen. Wie wenn einer in der Schule nicht lernt, dann wird er von der Schule verwiesen. Und genauso ist es dann auch mit dem Leben. Das heißt also, wenn ich eine Krankheit bekomme, ist gar nichts Schlimmes passiert. Das Leben sagt nur, hier ist eine ungelöste Aufgabe, eine Disharmonie. Ich mache dich mit dem Symptom aufmerksam. Das Symptom spiegelt genau wieder, welche Aufgabe das ist und was zu tun ist. Das ist eine andere Frage, kann man nachlesen, was dir deine Krankheit sagen will. Genau. Und dann verstehe ich das, wenn ich es nicht gleich verstehen sollte. Und dann tue ich das und dann passiert ein Wunder. Ja. Die Krankheit verschwindet ganz von selbst, wie sie gekommen ist. Um die brauche ich mich gar nicht kümmern. Die muss überhaupt nicht behandelt nicht werden. Nicht kämpfen dagegen, nur die Botschaft hören. Habe ich oft mit Ihnen ja praktiziert. Ja. Okay, und jetzt angenommen, jemand ist verlassen worden. Er war verheiratet, die Frau hat ihn verlassen. Und jetzt ist er vollkommen verzweifelt, er ist schon 60 und hat keine Frau mehr. Ja, also muss er sich doch fragen, womit habe ich das verursacht? Wenn ich liebevoll wäre, ja, aufmerksam und präsent, welchen Grund sollte meine Frau haben, mich zu verlassen? Wenn sie mich verlassen hat, und das hat sie ja dann muss das ja einen Grund haben. Und wenn ich diesen Grund bestehen lasse, dann kann ich jetzt eine andere Frau kennenlernen.
dann wird die mich wahrscheinlich wieder verlassen, weil der Grund noch immer besteht, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Das heißt also, wenn ich aber liebevoll bin, das heißt also, meine eigene Entwicklung geht weiter, welchen Grund sollte meine Partnerin haben, mich zu verlassen? Das kommt gar nicht vor. Aber wenn es vorkommt, dann hat es einen Grund, dann erkenne ich den Grund, verstehe die Botschaft, beseitige die Botschaft, verbessere sie sogar ins Ideal und dann passiert das nicht mehr. Das heißt also, eigentlich ist das kein Grund zum Verzweifeln, sondern es ist ein Geschenk des Lebens. Es macht mich aufmerksam, du bist nicht gerade so begehrenswert im Moment. Ja, also du solltest was an dir ändern und dann ist das wie das Licht, das die Motten anzieht. Ja, dann bist du attraktiv für andere, dann ziehst du die richtige Partnerin auch an, wenn du stimmst. Genau. Stimmt natürlich auch die Partnerin und dann passiert das gar nicht mehr. Und dann war das ein Geschenk und ein Glück, dass dich diese Partnerin verlassen hat, denn sie hat dich aufmerksam gemacht auf eine ungelöste Aufgabe und hat dir geholfen, in die ideale Verbindung zu kommen. Das ist, finde ich, jetzt in meinem Leben auch immer sehr wichtig gewesen. Das ist mir heilig. Die Sachen, die ich in meinem Leben gelernt habe, natürlich auch durch negative Erfahrungen, ist eigentlich das Wichtige gewesen, weil ich habe mich dadurch so entwickelt. Ich glaube, wenn man eine Niederlage hat, egal in welchem Bereich jetzt, dann habe ich gelernt. Dann habe ich was gelernt. Also noch einmal, die Niederlage ist keine, die gibt es nicht, sondern das Ego, der Verstand, bewertet das als Niederlage, weil nicht das geschehen ist, was er sich gewünscht hat. Aber das Leben kennt keine Niederlage, das spiegelt nur wieder, da ist eine ungelöste Aufgabe in dir, bitte lösen, dann kann ich das widerspiegeln und dann erlebst du die Lösung. Ja, genau, so ist es. Eben, und es zeigt einfach, so wie ich jetzt bin oder war, so geht es also nicht. Das ist das Interessante. Das geht so, aber das ruft das hervor, was du nicht willst. Genau, ruft das andere hervor. Wenn jetzt jemand sich selbstständig gemacht hat und vielleicht bestimmte Gewinne machen möchte in dem Jahr und es ist ihm aber nicht gelungen, das kann ja auch sein, weil es gibt ja auch äußere Umstände, sagen wir mal Corona, er hat ein Lokal und jetzt war Corona, dann gibt es äußere Umstände und da ist doch dann auch die Sache, wenn man so auf Umsatz fixiert ist jetzt oder auf bestimmte Gewinne jetzt, auch beruflich, bestimmtes Gehalt, und es hat dann nicht geklappt. Wie kann man denn dann damit umgehen? Genau so. Indem ich mir bewusst mache, warum hat es nicht geklappt? Das Leben kennt kein klappt nicht, sondern das kennt nur Ursache und Wirkung. Ein Spiegel kann nichts Falsches spiegeln. Ja? Also das kann nicht klappen. Wenn also mein Verstand sagt, das hat nicht geklappt, dann heißt das nur, ich habe eine Vorstellung gehabt, was ich gerne hätte, es ist aber nicht eingetreten. Also sagt das Leben, kann ja auch nicht, du hast es ja nicht verursacht. Also dann muss ich das verursachen und dann klappt es auch. Das klappt, das Leben klappt immer. Ich klappe nicht immer. Genau, so. Ja, das heißt also, wenn mich das Leben aufmerksam macht, irgendetwas klappt nicht, dann heißt das, danke Leben, dass du mich aufmerksam machst. Ich habe das Richtige noch nicht verursacht. Also noch einmal, Zielklarheit, was genau will ich? Vorstellung schaffen, in die Vorstellung hineingehen, mich im Erfolg, in der Erfüllung erleben. Damit wird es Teil meines So-Seins. Und in dieser Gewissheit der erfolgten Erfüllung bleiben, bis es meine erlebte Realität ist. Das ist alles. Und egal, wie die Situation ist. Und deswegen auch nicht verzweifeln, wenn die Situation katastrophal ist, schwierig oder der Verstand sagt unlösbar. Das ist ohne jede Bedeutung. Ja, wichtig, aber das finde ich jetzt so, das tut so gut, wenn Sie das sagen und wird unseren Zuschauern so gut tun.
Nur jetzt wieder ein krasses Beispiel, Nawalny. Sie kennen ihn ja. Der Nawalny sitzt jetzt im Gefängnis, wahrscheinlich 30 Jahre. Und was ist daran falsch? Und wie er schon, weil er gut, er hat es bewusst, er hat die Ursache gesetzt Ja, und und er erlebt verursacht. das jetzt. Ja. Er hat den Kopf zu weit ins Risiko gestreckt und hat sich Dinge getraut zu sagen, die wahr sein können, ja, wahrscheinlich sind. Aber darum geht es nicht, sondern wenn ich irgendwo in einer Umgebung bin, in der das gefährlich ist, die Wahrheit zu sagen, dann muss ich wissen, dass ich damit eine Gefahr verursache und die Gefahr ist, dass ich ins Gefängnis komme. Und dann kann ich mir nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ja, aber ich habe doch nur die Wahrheit gesagt. Genau, ich habe die Wahrheit Am gesagt falschen in Ort. einer Umgebung, wo das nicht angebracht ist und deswegen habe ich zwei Maßstäbe. Alles, was ich sage, muss wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, muss ich sagen. Das ist sehr wichtig, genau. Herr Tepperwein, schauen Sie, dann ist halt so, ich lebe ja jetzt in der Großstadt und da gibt es natürlich Menschen, die natürlich nicht auf dem Erwachensweg sind wie wir und die haben Meinungen. Man ist ständig konfrontiert mit den Köpfen und Gedanken anderer Menschen. Die, also mittlerweile werde ich schon ein bisschen ruhiger, aber es kann natürlich sein, und noch dazu, wenn es enge Freunde sind oder enge Menschen oder die mich an einem wunden Punkt auch vielleicht an einem noch unbewussten Punkt treffen, dann zieht mich das wieder raus. Also dann zieht mich das raus aus meinem So-Sein. Das ist nicht so einfach. Also wie geht man mit den Gedanken, die auf einen einströmen von anderen Menschen, von unbewussten Menschen, von mir aus auch von den Mainstream-Medien, wie geht man damit um? Jetzt ist es entscheidend, wie sehr bin ich in meiner Wirklichkeit? Bin ich nur ein bisschen in meiner Wirklichkeit, dann bin ich leicht durch andere Gedanken und Meinungen rauszuschubsen. Ja? Und dann komme ich in die Unwirklichkeit der anderen, in die Illusion. Lass mich in die Illusion ziehen. Wenn ich aber bei mir selbst bin, und das ist dann die Aufgabe, wenn mich andere noch beeinflussen können, dann heißt das, wenn ich wirklich bei mir selbst bin, in meiner eigenen Wirklichkeit, dann beeinflusse ich die anderen, nicht die mich. Und die Aufgabe ist dann, wenn die anderen mich noch aus meiner Wirklichkeit rausschubsen können, dann sitze ich noch nicht fest genug im Sattel, dann sollte ich meine Wirklichkeit mir bewusster machen, wirklich mehr in meiner Wirklichkeit sein. Und dann können die Meinungen sein, wie sie wollen. Das ist ungefähr so, wenn mir jemand sagt, du Idiot. Ja, hat keiner gesagt, aber nehmen wir mal an, ja, werde ich jetzt dadurch dümmer? Gar nicht. Ändert sich irgendwas? Gar nicht. Hat mit mir gar nichts zu tun. Das ist die Vorstellung des anderen, ja, aber hat mit mir nichts zu tun. Also sehe ich, oh, in seiner Vorstellung ist jetzt dieses Bild. Das ist sein Problem, hat mit mir nichts zu tun. Also, noch einmal ganz zurück, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sind nur ein bisschen in Ihrer eigenen Wirklichkeit, dann kann man Sie dann noch leicht rausschubsen durch eine andere Meinung. Oder Sie nutzen das als Training geistig und gehen mehr in Einklang mit sich selbst. Wissen also, wie sie sich fühlen und nichts ändert sich. Alles ist gut. Da hat jemand eine Meinung, das ist sein Problem und sie schauen kurz hin, stimmt für mich aber nicht. Stimmt nicht. Okay, in Ordnung, meine Welt ist in Ordnung. Was ich bemerke, ist halt bei mir, es ist immer wieder viel geistige Arbeit, wieder bewusst machen. Was ist da jetzt schon wieder hier für im Hinterstübchen da drin schon wieder ausgelöst? Ich glaube, ich brauche dann, ich denke dann immer, oder mein Verstand denkt dann, ich brauche jetzt die Bestätigung von XY, dass das stimmt, was ich jetzt gerade dazu denke oder so. Wissen Sie? Also zum Beispiel Ihre Bestätigung. Aber ich brauche gar keine Bestätigung von niemandem. Ich
bin mein So, ich habe mein So sein selber. Ich Doch, brauche Sie brauchen eine Bestätigung vom Leben. Von sich selbst. Ah ja, genau. Ja, ganz genau. Dass Sie, wann immer irgendeine anders lautende Meinung auftaucht, schauen Sie in den Spiegel Ihrer Wirklichkeit und sehen, ne, stimmt. Aha. Oder manchmal stellen Sie fest, tatsächlich, der hat recht. Ah, gut, dass er mich aufmerksam macht. Dann kann ich meine Wirklichkeit korrigieren, stabilisieren, festigen, erweitern, was auch immer. Und da kann ich sagen, danke, Leben, dass der mich mit seiner Meinung da rausgeschubst hat. Das hat mir geholfen, wieder einen Schritt in meiner Entwicklung zu tun. Jetzt fällt mir noch ein anderes Beispiel ein. Aber manche Situationen, aber das ist auch wieder, nee, es ist eine Bewertung. Jetzt angenommen, eine Frau hatte keine Kinder und möchte mit 60 Jahren noch Mutter werden, plötzlich. Geht zwar heute, ja, kann man machen, aber wer will da ein Kind? Ja, genau. Das Ich. Mhm. Ja, weil sie das versäumt hat, aus welchen Gründen auch immer, will sie das noch nachholen. Aber das ist ein Ego-Problem, denn ein Kind ist ja nicht eine Sache, die man wie ein Kleid sich kauft, sondern da muss ich erst mal fragen, wenn ich bei Bewusstsein bin, will denn ein Kind jetzt zu mir? Und welches Kind will denn so eine alte Mutter haben? Ja, also dann schaue ich mal hin. Also ich würde gerne noch, wenn ich 60 bin und Frau bin, ein Kind haben, angenommen, das ist so, ich bin in der Situation, dann würde ich als Bewusstsein als erstes hinschauen, okay, also dazu gehören ja zwei, ist da eine Seele, die in dieses Umfeld möchte, dann ist sie hiermit eingeladen, dann würde ich mich freuen, wenn sie zu mir kommt und dann geschieht es im Einklang mit dem Sein. Aber nicht, ich will jetzt doch noch ein Kind haben, weil ich das bisher versäumt habe oder wie auch immer. Das ist egoistisch und das ist eine nicht stimmige Ursache, die eine nicht stimmige Wirkung verursacht. Ich finde, man merkt auch diese starken Ego-Wünsche oder Ego, ja, Ego-Vorstellungen natürlich, jetzt sage ich jetzt mal, sind eigentlich, wie soll ich sagen, es sind nicht das wirkliche Glück. Das, was eher aus meinem Bewusstsein entsteht, natürlich, es ist das größte Glück. Also diese Vorstellungen, wie ich ja sagte, Millionärsfrau werden oder roten Porsche und so weiter, ist machbar, bin ich mir sicher, weiß ich ja, haben Sie mir ja gelernt. Und nur wirkliches Glück erlebt man da nicht. Wirkliches Glück, deswegen ist, würde ich sagen, ein Erfolg im Leben, der grundsätzliche Erfolg, einfach erleuchtet zu leben. Dann hat man keine Wünsche mehr. Man ist einfach, man hat so viel Glücksempfinden dadurch, oder man ist einfach glücklich in dem Moment, wo ich nicht mit dem Ego identifiziert bin. Glück ist nur ein Ziel für ein Ego. Ja. Bewusstsein braucht sich kein Glück wünschen, weil der Einklang mit dem Sein, das ist mehr als Glück, das ist Glückseligkeit. Mhm. Und deswegen strebt Bewusstsein nicht nach Glück, ja, sondern nach Stimmigsein, dann ist es ja, ja glücklich. Genau. Ja? Das ist eine Nebenwirkung. Während das Ego sagt, ich will einfach nur glücklich sein. Aber wir sind hier in einer Schule, in der Schule des Lebens, und es ist nicht die Aufgabe einer Schule, mich glücklich zu machen, sondern mir was beizubringen. Genau. Also erst einmal lassen Sie sich nicht mehr von Tatsachen beeindrucken. Ja? Der Realist sagt, ja, das kann man ja nicht ignorieren, das sind ja schließlich Tatsachen. Wie willst du das denn schaffen? Das ist unmöglich. Ja, und die kann ich ja nicht rückgängig machen, das ist ja nun mal passiert. Ja? Du hast 1 Million Schulden, aussichtslos. Eben. Und dann sage ich, okay, das sagt der Verstand. Der gibt sein Bestes und aus seiner Erfahrung ist das wahrscheinlich aussichtslos, wenn der das sagt. Aber, nächste Erkenntnis, es gibt keine aussichtslosen Situationen im Leben. Es geht immer weiter und es gibt immer einen Weg.
Also sage ich erst einmal, wodurch bin ich denn überhaupt in diese Situation geraten? Ich muss erst einmal die Ursache abstellen, damit ich das nicht wieder und weiter verursache. So, und wenn ich das erkannt habe, dann ist der Weg frei für meinen Wohlstand oder Reichtum. Und dann kann ich sehen, was gehört denn zu mir? Und das nehme ich dann geistig in Besitz und verursache es damit und dann geschieht es auch. Das heißt also, wir erkennen, es gibt keine aussichtslose Situation. Und ich lasse mich nicht mehr von Tatsachen beeindrucken, sondern schaffe mir die Tatsachen, die für mich stimmen, indem ich sie verursache. Und wenn eine Tatsache geschieht, die nicht stimmt, dann sage ich sogar Danke, Leben. Ich bin wirklich dem Leben dankbar, dass es mich aufmerksam macht, dass da etwas nicht stimmt, damit ich das ändern kann. Genau, das meinte ich mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass das Leben ja immer liebevoll ist. Es ist immer liebevoll, es spiegelt nur, es weist mich wieder darauf hin. Und ich mache mir bewusst, ganz gleich wie katastrophal eine Situation ist, ich kann sie jederzeit ändern. Ich kann alles jederzeit ändern, indem ich eine andere Ursache setze. Also wenn ich in einen dunklen Raum komme, dann lasse ich mich nicht mehr beeindrucken, wie dunkel das da drin ist oder wie lange das schon dunkel ist. Da ist es schon 20 Jahre dunkel. Na und, wenn ich Licht mache, ist es nicht mehr dunkel. Also das ist schön. In dem Moment, wo ich eine andere Ursache setze, geschieht ja eine andere Wirkung. Also spielt das doch keine Rolle, wie die Tatsache jetzt ist. Die ändert sich ja dann, wenn ich sie ändere. Das ist ein schönes Bild mit dem dunklen Raum. Ja. Oder mit dem Autoschlüssel im Gully unten. Ganz genau. Ja. Und dann mache ich mir nochmal bewusst, nichts im Leben geschieht zufällig. Mhm. Es gibt keinen Zufall, ja. Es gibt auch kein Glück und Pech. Mhm. Das sind alles nur Urteile des Verstandes. Mhm. Wenn es mir gefällt, nenne ich das Glück. Wenn es mir nicht gefällt, nenne ich es Pech. Aber es ist Ursache und Wirkung. Genau. Und alles kann ich jederzeit ändern. Also beeindruckt mich nicht mehr, was geschieht, sondern ich schaue nur, stimmt das? Dann genieße ich es. Oder stimmt nicht? Dann ändere ich es. Wir sollten so schnell wie möglich vom begrenzenden und begrenzten Intellekt des Verstandes zur unbegrenzten Intelligenz des erwachten Bewusstseins kommen. Der Verstand hat nur einmal seine begrenzte Lebenserfahrung. Die kann sehr groß sein, sehr weit sein, aber sie ist immer begrenzt. Mhm. Bewusstsein aber, das am besten online ist, das heißt also, eins mit der Quelle, dem Ursprung, was ja nur eine Erinnerung an die Wirklichkeit ist, denn wir sind ein ungetrennter Teil der Quelle, des Ursprungs. Und das nenne ich Online-Sein. Wenn ich also online bin, dann nehme ich ja wahr, was zu tun ist und dann tue ich gleich das Richtige und dann erspare ich mir all die Umwege, Verluste, Enttäuschungen, ja. Misserfolge, die passieren dann gar nicht mehr, weil ich einfach schaue, was ist jetzt in der Situation zu tun. Und wenn ich das ständig tue, dann stimmt mein Leben, dann gibt es keine Umwege mehr, dann tue ich gleich das Richtige und das Leben spiegelt das, indem es das Richtige bewirkt. Dieses Online-Sein, sind Sie immer online? Ja, vielleicht muss man das differenzieren. Ich bin nicht immer bewusst online, sondern das ist wie eine Standleitung im Telefon. Ja? Sie sind dauernd verbunden, aber Sie machen nicht immer Gebrauch davon. Mhm. Also Sie sprechen gerade nicht, dann geschieht nichts, aber Sie könnten. Mhm. Ja? Das heißt also, der Stecker ist drin, ich bin online. Ja. Aber ich nehme nicht immer bewusst wahr, was jetzt gerade geschieht oder zu tun ist. Und die meiste Zeit aber eben doch. Aber das ist ja gar nicht wichtig. Wichtig ist, ich bin mir ständig bewusst, ich bin nie mehr getrennt von der Quelle, dem Ursprung. Und da hat der Verstand auch noch eine Schwierigkeit. Wenn ich sage, wir alle sind ungetrennte Teile
des einen Seins, der einen Wirklichkeit, dann sagt er ja, Verstand, ja, das ist ein Widerspruch in sich. Was denn nun? Bist du ein Teil oder bist du das eine Sein? Ja, ich kann nicht sein, sagen, ich bin das eine Sein. Ja, aber ich bin auch nicht getrennt davon. Aber wenn ich ein Bild nehme, nämlich die Welle im Ozean, ja, die Welle kann nicht vom Ozean getrennt werden, sonst wäre sie ja keine Welle mehr, sonst wäre sie eine Portion Wasser. Also sie ist Ozean, aber sie ist nicht der Ozean, aber sie ist ständig Ozean. Aber sie ist gleichzeitig individuell anders als andere Wellen, ja, also sie hat ihr Eigenleben, aber sie ist der Ozean. Und genauso sind wir ständig Wellen auf dem Ozean des Einseins. Das ist ein tolles Bild, tolle Beschreibung. So, und wenn ich in diesem Bewusstsein bin, bin ich online. Mhm. Und in dem Moment, wo ich meine Aufmerksamkeit auf eine Frage, eine Aufgabe, auf eine Entscheidung richte, im gleichen, in Nullzeit, wird mir das jedem, wird mir das bewusst. Das heißt, das braucht keine Zeit. Ja, wenn Sie sich an Ihren letzten Urlaub erinnern, ja, wie viel Zeit brauchen Sie? Gar nicht. Sie denken dran und dann ist es vor Augen. Und genauso ist es mit dem Online-Sein. Das braucht keine Zeit, sondern Sie sind da und Sie müssen nicht dauernd bewusst sein, ich bin online, ich bin online. Bin ich auch online? Ja, ich bin online, sondern Sie sind ja ständig Welle des einen Seins, des Ozeans. Sie können da nicht aufhören, Welle zu sein. Ja, genau. Ja? Aber Sie müssen nicht dauernd bewusst sein, dass Sie Welle sind, sondern Sie sind das. Und in dem Moment, wo eine Frage auftaucht oder eine Aufgabe, richten Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf und es fällt Ihnen ein. Jetzt kommt der Verstand von mir und sagt, was kann ich tun, dass ich nicht wieder rausfall? dass ich nicht wieder zurückgehe in mein, weil ich habe mich jetzt die letzten Wochen ziemlich verändert. Also es ist, aber ich habe es nicht gemacht, es ist passiert. Also verstehen Sie, ich habe es nicht vom Verstand gemacht. Ich bin weniger identifiziert. Und jetzt ist die Frage, jetzt kommt der Verstand, was kann ich aufpassen, dass ich nicht wieder zurückfall in meinen alten Bewusstseinszustand? Sowas wird jetzt mein Verstand sagen. Die Welle kann nicht aufhören, Ozean zu sein. Ja, das heißt, die kann nicht aus Versehen nur noch eine Portion Wasser werden. Die ist Welle und die ist ständig verbunden mit dem Ozean. Die kann gar nicht austreten, selbst wenn sie das wollte, selbst wenn sie das verursachen wollte. Ich höre jetzt einmal auf, Welle zu sein. Das geht nicht. Ja, das ist unsere Wirklichkeit. Also sage ich dem Verstand, du kannst überhaupt nicht rein in die Wirklichkeit, du bist Illusion. Ja? Und die Wirklichkeit kann nicht aufhören, Wirklichkeit zu sein. Die ist Wirklichkeit. Also die Aufgabe stellt sich mir nicht, das ist nur deine Vorstellung. In Wirklichkeit ist alles ganz einfach. Wir brauchen uns nur daran erinnern, wer wir wirklich sind und in diesem Bewusstsein zu leben. Ich bin ein individualisierter Teil des einen Seins, der Wirklichkeit, des Ozeans. Ich bin eine Welle. Ich bin anders als andere Wellen und so weiter. Aber ich bin immer noch ständig in lebendiger Verbindung mit dem Einsein, mit dem Ozean. So. Und in diesem Bewusstsein leben und dann mir einfach die Aufgaben des Lebens bewusst machen, wenn ich im Jetzt bin, nehme ich wahr, wenn ich online bin, weil ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, was ist jetzt für mich zu tun? Und dann tue ich das und dann bin ich im Einklang und dann weiß ich absolut sicher, dass das Richtige geschieht, denn wenn ich so die richtige Ursache setze, dann muss das Richtige geschehen und dann verschwinden alle die Fragen und Schwierigkeiten und Urteile, dann gibt es keinen Misserfolg und keinen Verlust. Ich tue einfach gleich das Richtige und dann geschieht gleich das Richtige. Das ist das ganze Geheimnis. Genau. Genau. Mhm.
Vielen Dank, Herr Tepperwein. Danke. So einfach kann Leben sein. So einfach. Wie sagen Sie immer? Sie sagen, es ist ganz einfach, aber es ist nicht leicht. Ja. Genau. Einfach heißt, ich brauche nur und dann geschieht's ja, aber es ist nicht leicht. Ist das ich, der Verstand, der sagt, ja, aber da muss ich ja und wie kann ich? Und der macht aus allem ein Problem. Genau. Bewusstsein kennt keine Probleme. Das tut das Richtige und dann geschieht das Richtige. Das war's. So machen wir das. Und auch unsere Zuschauer. Vielen Dank, Herr Tepperwein. Ja, meine lieben Zuschauer, das war ein sehr hilfreiches und wichtiges Interview mit dem Herrn Tepperwein, ein Gespräch zu unserer Zeit. Ich danke euch so sehr fürs Zuschauen und ich freue mich schon aufs nächste Interview. Ihr findet Informationen zu mir und zu meiner Talk- und Interviewarbeit, zu meinem Angebot auf meiner Webseite und ihr findet die natürlich auch unter dem Video. Und ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Dazu müsst ihr die Glocke drücken, also die oberste mit den Wellen. Dann werdet ihr informiert, wenn neue Interviews kommen. Und dann bis zum nächsten Interview. Bis bald, eure Bettina.